schaffe es. Aber die fährt sich ja recht gelassen. Es kann natürlich auch sein, dass die Nachtversion von der Strecke Alpenridge ist, weil manche Streckenautoren machen das nämlich so, dass die Nachtfahrt eine andere Strecke ist als die Tagfahrt. Also, es kann natürlich sein, dass die Nachtversion Alpenridge heißt und Tagversion ebenfalls Ridge 2. Das kann es natürlich haben, dass es eine solche Strecke ist. Naja, auf jeden Fall ist es die korrekte Strecke, sie war ja so Ridge 2 betitelt. Wenn das der Fall ist, ist es ja alles gut. Ah, das vermute ich echt ganz stark, dass das dass die Strecke so ein Fall ist. Ah, nee, das kann niemals im Leben gut gehen. Aber ich finde den Salin ziemlich geil. Fällt mir das auch. Thank you.
Hast mich dann überrundet? Ja. Ich war mal so frei. Der arme Felsen. Das Auto ist ja egal, aber die Felswand. Weil sie nimmt dann Schaden von, ne? Boah, das war auch ein interessanter Stunt. Oh, no, nee, da stand kein Schneemann. Was, da stand ein Schneemann? Achso, na gut. Ja, geht. Ja, da das ist gemeint, dass ich springe, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist auch noch eine gute Stelle, denn sonst macht man es. Ja, hast ja noch überstanden. Wenn man da nicht so schnell reinkommt. Oh! Ein Hund kann den dazu sagen. Ja, ja. Naja, hochkant war es ja noch nicht. Es war ja zumindest nur seitlich. Ja, jetzt. Oh, nee. Die arme Felswand. Ich weiß nicht, wie man ökonomisch einparkt. Ach so. Kostet immerhin nur die Hälfte Parkgebühr. Ja, so. Brauchst ja nur die Hälfte Platz. Also müsste es auch nur die Hälfte Parkgebühr kosten. So, dann war's das für heute. Trotz noch. Fertig. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind FC. Eine Top-10-Zeit geworden. Also fertig. Gut. Fertig. Jo, dann war's das für heute und dann sehen wir uns gleich bei der Auswertung wieder. Bis gleich. So, und da sind wir nun bei der Auswertung. Und zwar lasse ich das wieder, wie gewohnt, einfach durchscrollen. So, das wäre das. Und dann gehen wir zu den Gesamtpunkten hin. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten NFS4-Rennen. Bis bald.